Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, in der letzten Folge, liebe Freunde, waren wir tatsächlich dabei, unsere Hauptstadt ein bisschen weiter zu erweitern. Allerdings haben wir da festgestellt, dass wir da auch langsam machen müssen. Oh, schicke Musikrate im Übrigen im Hintergrund. Und weil hier die Nachfrage, naja, ganz okay eigentlich ist, aber wie gesagt, wir bräuchten theoretisch noch mehr Einwohner, ne? Und ich würde sagen, ich probiere einmal hier, wir gehen direkt los, probiere einfach hier einmal den Boy-Betrick, mal gucken, ob der hier funktioniert. Ob sie dann hier tatsächlich mehr Einwohnergebäude bauen, aber es sieht gut aus. Schaut euch das an. Auch hier vorne am besten. Ja, aber allerdings hier vorne bei den anderen Gebäuden. Okay. Ja, und da müssen wir jetzt hier einfach weitermachen. Die fordert hier nur Einwohner und Schwerindustrie gerade. So, dann beobachten wir nochmal die Nachfrage. Ja, wobei, wartet mal, sind das hier überhaupt... Das sind doch Gewerbetürme, was rede ich denn da? Das sind Gewerbetürme hier vorne, okay. Das hier aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Dann wollen wir die Nachfrage doch mal wieder ein bisschen hochpushen. So, der Bäubetrick. Ja, und dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal weiter hier unsere Hauptstadt tatsächlich zu pushen. Weil das ja auch unser Hauptziel jetzt gerade ist, ne? Da steigt schon die Gewerbenachfrage wieder nach mittleren Dienstleistungen. Finde ich gut. Allerdings werden dadurch die Büros nicht, ja, nicht gerade gebraucht, aber ist ja nicht verkehrt, ne? Wir brauchen noch Einwohner. Gut, dann würde ich vorschlagen, Freunde, machen wir das einfach mal. Ja, mir geht es wieder besser. Wenn ihr das mitbekommen habt, ich war ja die Tage ein bisschen krank gewesen. Ja, das passiert auch mal. Das passiert jedem Mal. Und ich hoffe aber, dass das jetzt abgehakt ist, das Thema. Und dass wir dann jetzt mal ein bisschen weiter zocken können hier. Jawohl. Freue mich schon drauf, weil SimCity 4 macht immer Spaß. Das macht immer deutlich Spaß und ich habe ja auch diese Woche mit dem neuen Resident Evil Projekt angefangen. Was mir auch verdammt viel Spaß macht. So, wartet mal. So, ich sehe da doch... Ah, verdammt, das wollte ich jetzt nicht. Ich sehe doch hier vorne, dass wir hier noch zwei Flächen für Parks frei haben. Genau. Und haben wir noch irgendwas hier, was wir hier noch aufbauen können an Stadtgeschenken? Nein, haben wir nicht. Das ist jetzt das Ding, die Stadt ist jetzt auch schon ziemlich groß, ne? Weil wir müssen tatsächlich darauf achten, dass wir vielleicht irgendwann Platz für eine Autobahn kriegen. Aber das ist ja dann, da müssten wir halt die Gebäude abreißen. Habe ich das jetzt richtig aufgebaut oder ist das wieder zu viel? Ne, passt. Das passt. Ach, so viele Gedanken auf einmal. So viele Gedanken auf einmal. Wie gesagt, da müssen wir dann irgendwann nochmal drauf schauen. Aber jetzt erstmal möchte ich bitte die Hauptstadt erstmal weiter stabilisieren. Das machen wir am besten, indem wir einfach ja, weiter drauf losbauen. Da streiken wieder irgendwelche Lehrer, das gucke ich mir gleich an. Oder am besten jetzt, komm. Wo streikt ihr? In der großen Grundschule ist das, ne? Oh, verdammt, Freunde. Was ist das denn für Gebäude? Ach, eine Zentral... Ah, okay. Zentralbücherei. Wie machen wir denn da jetzt? Machen wir hier einfach eine große Grundschule hin, würde ich sagen. Genau, einfach hier, wo diese verlassenen Gebäude sind. Ja, warum denn nicht, Freunde?
Dann machen wir eine große Grundschule hier hin. Einfach da, wo die Verlassegebäude sind. So. Weil dann sollte dieser aufhören zu streiken. Oha, und es sieht wieder nicht so gut aus in unserer Hauptstadt. Das liegt daran, weil wir immer noch zu viele Jobs und zu wenig Einwohner haben, ne? Aber das ändern wir jetzt. So, das ändern wir jetzt. Zone ist zu groß, dann macht ihr mal so. Das ändern wir jetzt. Wir haben jetzt nämlich bald wieder genug Einwohner. Da kommt wieder ein Weihnachtsgeschenk raus. Danke, nein. So. Weiter hochziehen, die Gebäude. Richtig schön. Haben wir genug Wasser? Oh, die haben kein Wasser. Deswegen kommt da nichts. Okay, interessant. Jetzt aber. Boah, schau ich das an. Was für ein Riesenkomplex. 5000 reiche Leute. Wow, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Okay, Leute. Ja, dann freue ich mich, wie gesagt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch noch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Wieder, muss man sagen, weil ich war ja... Ja, hab's ja erzählt. Ne? Ich war ja leicht erkältet zwischendurch. Und ihr seht, was die Parks bewirken. Ne? Das ist so krass. Einfach ein paar Parks hier Zimmer und schon kommen hier die Hochhäuser aus dem Boden gesprossen. Oder gesprießt? Sagt man gesprießt oder gesprossen? Ich bin jetzt gerade nicht so sicher, aber ist in Ordnung. U-Bahn-Station bitte. Damit die Leute auch eine schöne U-Bahn-Verbindung haben. So, es ist gerade sehr dunkel. So, es werden Büros gefordert. Das heißt, wir müssen einfach mehr Einwohner bauen. Ja, okay, dann das können wir gerne so machen. Das ist kein Thema. Können wir gleich nochmal einen schönen Bäumetrick machen. Das Geschenk muss dann einmal weg. So. Ah, da kommen wieder die schicken Kästen da aus dem Boden rausgesprossen, ja. Und welche protestieren dann hier wieder, hier unten? Okay, das ist kein Thema. Das Krankenhaus können wir denen auch hier hinstellen. So, zack, habt ein neues Krankenhaus hier. Und ja, liebe Freunde, machen wir einfach mal weiter hier, würde ich sagen. Die Strecke immer noch. Warum streikt ihr immer noch? Was wollt ihr? Ich habe euch da unten noch eine Arztpraxis dahingestellt. Ja, ist doch gut. Ist jetzt gut, ja, danke. Danke. Also wirklich. Was die an Krankenhäusern hier brauchen, ist unfassbar. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen abwarten wegen der Bildung. Ja, wobei ich bin schon fast gewillt zu sagen... Dass wir einfach drauf losbauen, auch hier in der Hauptstadt. Aber ich bin da lieber ein bisschen vorsichtig, muss man tatsächlich sagen. Weil, wie gesagt, die Hauptstadt war ja zwischendurch tot, muss man sagen. Also sie war komplett tot, da hat sich gar nichts mehr bewegt. Deswegen bin ich jetzt über jedes bisschen, ja, seht ihr das? Über jedes bisschen Gewerbenachfrage dankbar. Ihr seht das, ne? Büros werden wieder angefragt. Und die Stadt sieht doch mittlerweile echt wieder gut aus. Ich mache mal einen Bäumetrick jetzt überall. Aber vorher erstmal speichern natürlich, klar. Sind wieder 10.000 im Minus, ja. Ich meine, wir haben es ja, ne? Wir haben ja 5 Millionen oder so. So, dann mach mal hier mit dem Bäumetrick wieder. Meine Lieblingsmethode hier. Um der Stadt mal ein bisschen Leben einzuhauchen, hier, Mensch. So. Und vor allem hier. Da, genau, macht diese verlassenen Gebäude weg. So, überall Arbeitslose. Ja, die wollen Schwerindustrie haben, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob wir denen tatsächlich Schwerindustrie geben. Ach. Wir haben hier tatsächlich ein großes Arbeitslosenproblem, oder? Wenn ich mir das so angucke, aber hier unten kommen doch... Nee, das sind Einwohner. Wir haben so wenig Gewerbejobs hier.
Wisst ihr was? Geben wir denen mal Schwerindustrie kommt. Die nerven gerade ziemlich damit, deswegen. Geben wir denen einfach mal, was sie wollen. Das war unser Vorort hier. Was war denn das hier für eine Stadt? War das nicht Schwerindustrie oder war das Herstellung? Das war herstellende Industrie, ne? Ja. Hier wird aber auch gar nichts an Schwerindustrie gefordert. Das ist merkwürdig. Okay, interessant. Dann machen wir mal hier vorne hin. Einfach mal eine komplett neue Stadt aufbauen. So. Unsere Region wächst tatsächlich weiter. Gut. Oder auch nicht. Keine Ahnung, warum die jetzt hier keine Schwerindustrie haben wollen. Das ist jetzt sehr merkwürdig. Oder vielleicht einfach. Die fragen doch hier nach Schwerindustrie. Verstehe ich gerade jetzt nicht. Jetzt, okay, jetzt ist weg. Alles klar. Gut, wir verdienen ordentlich Plus. Die Arbeitslosen sind zwar immer noch da. Und jetzt ist hier wieder Schwerindustrie da, Frage. Und leichte Gewerbegebiete, wartet mal. Leichte Gewerbegebiete können wir bedienen. Da haben wir ja unsere Nachbarstadt hier am Laufen. Die kleine. Genau die, aber die ist schon voll, leider. Die ist schon voll. Oder können wir hier was machen? Wartet mal. Können wir hier was machen mit dem Bäumetrick? Dass wir hier eventuell... Ne, das ist voll, ne? Ist zu. Das ist zu. Okay, ich verstehe, Freunde. Da müssen wir... Was? Neue Stadt macht das große Geld. Ja, okay, das sieht man. das ist aber... Was sind wir hier? Hochhäuser... Wartet mal. Ich probiere mal was. Lasst uns mal diese ganzen Büroflächen hier ersetzen durch stark bebaute Gebiete. Ja, da kommt was. Da kommt was. Okay. Okay, Freunde, es geht weiter. Ja, okay, alles klar. Wir brauchen einfach stark bebaut. Okay, ja, das kriegen wir hin. Das ist kein Thema. so. Wir brauchen ja massig arme Dienstleistungen, ne? Oh! Warum? Verdammt. Energie. Hä? Warum? Hä? Wartet mal. Nachbarschaftshandel. Ach, verdammt. Ach. Wir haben die Stromleitung abgerissen. Ja, das ist natürlich... Das darf man nicht machen. Da habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Okay. Das heißt, wir haben da jetzt einen Blackout verursacht, weil wir hier oben die Stromleitung mit abgerissen haben. Ja, warum machen wir denn sowas? Ja, liebe Leute, machen wir es einfach nochmal. Ja, euch ist auch schon aufgefallen, um mal ein anderes Thema kurz anzuschneiden. Euch ist auch schon aufgefallen, dass die Maus hier komischerweise nicht angezeigt wird, ne, wenn ich hier was mache. Das ist in der Tat merkwürdig. Also ich kann da auch leider gerade tatsächlich nichts dran machen. Ich weiß halt auch nicht, ja, was für eine Einstellung das ist, die ich anpassen muss, damit die Maus schön angezeigt wird bei euch. Dieser Mauszeiger hier. Ich weiß, dass ihr den jetzt nicht seht, aber... Oh, schick. Mittlere Gewerbegebiete. Mach mal schön Bäumetrick hier. Jetzt müsste der aber was bringen, oder? Der Bäumetrick, der bringt immer was. Kommt, der bringt immer was. Ja! Seht ihr das? Sehr schön. Da brauchen wir schon wieder einen Nachbarschaftshandel hier. So.
Machen wir hier mal so und ein bisschen mehr Strom einkaufen. So passt das, Freunde. Und da seht ihr es. Haha. Wo sind die armen Gewerbegebiete? Alles mittlere, ne? Aber ist in Ordnung. Verdient noch mehr Geld. Ja, das ist richtig krass. Das sind alles mittlere. Das sind keine Arme. Armes Gewerbe gibt Dienste eigentlich hier oben ein paar. Aber gucken wir noch mal weiter. Machen noch mal Bäume. Bitte. So. Können wir denn hier noch was machen für Arme? Das sind auch mittlere. Ne, das sind das... Ah, okay. Das sind Kunden wenige. Okay, jetzt haben wir die Nachfrage zumindest nach armen Gewerbegebieten gedeckelt. Oh, wartet mal. Meine Augen. Meine Augen sind gerade ein bisschen trocken gewesen. So. Dann schauen wir doch jetzt einfach mal, was sich jetzt hier in unserer Hauptstadt getan hat. So, jetzt haben wir Nachfrage bedient und wir brauchen Wohnungen. Ja, und die Arbeitslosen sind weg, das finde ich gut. Also fast weg, hier oben ist noch ein bisschen was, aber... So, die Frage wieder nach Schwerindustrie, ne? Das ist so merkwürdig mit dieser Nachfrage hier. Es ist... Ah, guck mal jetzt. Da habe ich doch gerade eben mittlere Gewerbenachfrage gesehen. Guck mal, Jobs und Bevölkerung. Ja, die geht wieder runter. Das ist das Problem. Die schwankt sehr, die Bevölkerung, wie ihr seht. Also das ist schon echt krass. Aber Bürojobs, meine Güte, Bürojobs. Wir haben sehr viele Bürojobs. Lehrer drohen mit Streik. Okay. Ah, ich bin ein bisschen müde. So, wisst ihr was? Ich gebe euch jetzt eure Schwerindustrie, die ihr immer verlangt. Ja, die Frage ist, wo? Das ist eine Hightech-Stadt. Hier! Hier kann man doch noch was machen. Oder hier kann man doch Hightech-Industrien, Schwerindustrie bauen lassen. Ja, genau, dann baut euch mal auf. Ist zwar gerade dunkel und so, aber passt schon. Hallo? Baut ihr euch mal auf? Was ist denn hier los? Ihr sollt euch aufbauen. Verdammt. Warum bauen die nichts? Sagt mal. So, dann gucken wir mal Wasserverschmutzung. Ja, dürfen wir eigentlich nicht weiter. Okay, wir dürfen nichts weiter bauen hier. Bevölkerung, Schwerindustrie. So, mach mal bitte alles aus, außer die Schwerindustrie. Ich möchte gucken, ob die wächst. Oh, ganz minimal, ne? Ganz minimal wächst die Schwerindustrie. Warum sind die ganzen Gebäude eigentlich da verlassen? Oder was ist das hier? Das ist doch aus. Das ist doch dunkel. Ach nee, die sind einfach so, oder was? Die sind einfach so. Ach krass, okay. Gut, dann mach die's mal weg hier. Zack, zack, zack. So. Genau, dann könnt ihr bitte alle Stile auf einmal machen, bitte. Und weiter Schwerindustrie. Naja, wobei, das... Da tut sich gerade nicht viel. Muss ich leider sagen. Oder... Nochmal Jobs und Bevölkerung. Ganz langsam, ne? Ihr seht, ganz langsam steigt die Kurve. So. Ja, okay, jetzt ganz langsam bauen die. Aha. Und wir haben wieder einen Brand bei uns. Das gibt's ja wohl nicht. Okay.
mach dieses Midi-Häuschen da weg. So. Okay. Dann haben wir das ja. Genau. Das dauert mir schon ein bisschen lange, muss man sagen, aber. Das ist eine riesen Industriestadt. Schaut euch das an. Wow, ey. Richtig krass. Ja, wie gesagt, dafür steigen wir die Jobs hier. Alter, noch ein Feuer. Das gibt's ja nicht. Noch ein Feuer. Was kann man denn dafür abreißen? Ja, komm. Reiß dafür ab, komm. Ist in Ordnung. Haben die überall keinen Feuerschutz oder wie? Doch, hat sie doch. Naja, gut. Ist okay. So, was, wie sieht's aus? Okay. Ich glaube, so Bevölkerung ist, bleibt stetig. Okay, das heißt, wir müssen hier raus und nochmal eine neue Stadt aufmachen. Das geht gar nicht anders. Auf jeden Fall hier eine aufmachen, dann. Das hier ist Hightech-Industrie. Warte mal, die können wir vielleicht wegmachen, tatsächlich. Lasst uns mal diese Stadt löschen. So. Das ist nämlich große Platzverschwendung, tatsächlich. So, weil wir haben noch genug Hightech-Städte. Deswegen. Genau, und ihr seht es hier, Schwerindustrie wird nachgefragt. Wunderbar, das heißt, wir können hier direkt weitermachen. Wir hängen hier nicht und wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Was zur Hölle ist hier los? Dass die Zeit auch immer so schnell rumgehen muss. Wir haben eigentlich noch nicht viel gemacht. Das ist ja das Witzige. Wir haben doch nicht viel gemacht hier bei SimCity 4. Außer der Hauptstadt mal ein paar Gebäude hinzugefügt, aber. Die Zeit geht immer so rasend schnell hier rum in diesem Projekt. Das ist unfassbar. Gut, daran sieht man aber auch, dass es mir Spaß macht. Ja, also wenn ein Spiel schnell rumgeht, ist das ja immer ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber ich finde es ein gutes Zeichen. Definitiv. Und ich denke mal, dass der da auch meiner Meinung seid. So, dann gucken wir mal bitte. So, zack. Und Wasserleitung legen. Mit einer der schönsten Aufgaben, weil so stupide. Ah, verdammt. Natürlich aber da ja direkt eine Leitung falsch gelegt. Ey, Mann, Mann, Mann. Kurz nachdem ich gesagt habe, ist eine dumme Aufgabe, ne? Ah, geschieht mir auch recht. Wie kann ich die Aufgabe auch als dumm bezeichnen? So, ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt hier an diesem Pfingstmontag. Es ist tatsächlich der Pfingstfeiertag. Deswegen ist auch gestern keine neue Folge gekommen. Es ist ja die Dienstagsfolge, die ich gerade aufnehme. Ja, weil ich einfach mal ein bisschen ausspannen wollte. Einfach mal von der Arbeit erholen. Und ja, von daher kam da nichts, aber dafür sind wir jetzt hier wieder am Start. So, 48.000. So, und dann hier direkt, zack, Schwerindustrie. So, dann gucken wir mal, wie sich die Nachfrage entwickelt. Nach Gewerbe. Ja. Für Büros wird da was gefordert, ne? Ton ist zu groß. Ja. Dann macht man direkt weiter. So. Ja, ja, Skyline ist unsichtbar. Ich weiß. Dann mache ich mal direkt eine Feuerwache hin. Nicht, dass da wieder ein Feuer ausbricht. Hallo? Hallo? So. Hallo? Ist jetzt gut? So, mein Gott. Ich muss da erstmal hier klarkommen. Mensch. So. Und eine neue Wasserpumpe brauchen wir auch. Mein Gott. Schwerindustrie frisst so viele Ressourcen. So. Aber ist wie im echten Leben. Ne, Schwerindustrie frisst auch im echten Leben
massig Ressourcen, von daher passt das und jawohl. Ah, guck mal, noch mehr. Noch mehr Jobs. Mehr Jobs. Boah. Schaut euch das an. 609. Oh, das ist herstellend. Das ist Herstellungsindustrie. Was war. Okay. Auch nett. Nehme ich auch, klar. Gut, dann machen wir hier einfach mal weiter so. Zack. Neues Kraftwerk. Und ja. Dann haben wir es erstmal mit der Industrie, würde ich vorschlagen. Brauchen wir noch arme Dienstleistungsgewerbe? Frage ist jetzt ja hier, wo machen wir jetzt eine arme Dienstleistungsgewerbe statt hin? Das ist alles Hightech-Industrie hier. Das ist jetzt die Frage. Weil das sind so Supportstädte. Guck mal in die Hauptstadt. Mal gucken. Vielleicht geht's da auch schon weiter. Mit Nachfrage. Müssen wir mal schauen, tatsächlich. So, gucken wir mal. Lehrpersonal nimmt Ausstreik. Nimmt Ausstreik. Ja, genau. Ihr mich auch. Nimmt Auszeitstreik. So war's. Schon wieder ihr. Oder ist das was? Ah, okay, können wir hinbauen. Ist kein Thema. Dann könnt ihr hier eure neue Schule haben. So. So, und dann gucken wir mal, wie sich jetzt hier die Nachfrage weiterentwickelt. Wohngebiete. Obwohl wir jetzt schon wieder mehr Wohngebiete als Jobs hier haben. Okay, das finde ich interessant. Aber die Arbeitslosen sind auch wieder fast weg. Ne? Ha, okay. Wow, was ist das denn für ein Ding? Ah! Wie gut, dass ich zwischengespeichert habe. Ja, das Spiel ist abgekackt. Also abgestürzt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie immer unterschiedlich. Es war auch kurz vor Folgenende. Also, so schlimm war das jetzt zum Glück nicht. Aber ist okay, wir haben die neue Schule wieder aufgebaut. Und waren jetzt dabei, die Nachfrage zu beobachten. Ne? Gut, es werden mehr Einwohner gefordert. Das heißt aber auch, dass wir hier jetzt erstmal wieder nichts machen können, tatsächlich. Sondern wir müssen jetzt wieder in unseren Vorort gehen. Jawohl, Freunde. In unserem Vorort und da mal gucken, wie es da jetzt weitergehen kann. Ne, weil wir hatten ja hier noch das Arbeitslosenproblem. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, schaut euch das an. So, wir haben irgendwie überall Arbeitslosenprobleme. Kann das sein? Ja. Die verschwinden und die kommen dann aber wieder. Also irgendwie ist das komisch. Wollt ihr noch mehr Agrarjobs haben oder was ist hier los? Nee, irgendwie... Ja gut, aber ich würde vorschlagen, dass wir hier nächste Folge einfach weiter in dem Vorort mal machen, damit wir den mal voll kriegen. Weil es werden ja noch massig Einwohner gefordert, wie ihr seht. Ja, und was mit der Arbeitslosigkeit hier ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Freunde. Aber doch gut. Ja, wie es hier noch weitergeht, sehen wir doch beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.